Mobilität ist ein Menschenrecht. Wir brauchen sie in unserer Mobilitätsgesellschaft. Wir wollen hier deutlich machen, dass wir die Mobilität von Menschen mit geringem Einkommen unterstützen müssen. Das passiert schon in der kommunalen Praxis durch ein Sozialticket. Das gibt es in vielen Kommunen. Und wir haben heute hier in dieser Veranstaltung uns verschiedene Modelle der kommunalen Praxis vorstellen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell, in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Leider in ein paar Regionen erstmal zurückgestellt worden, weil der Haushalt 2012 nicht verabschiedet wurde. Da wird es wieder an den Start gehen, also zum Beispiel im Rheinland, in einigen bergischen Kreisen. Aber ansonsten ist es gut auf den Weg gekommen und immer mehr Städte und Kreise kommen dazu. Es zeigt, dass es sehr wichtig war, dass das Land 30 Millionen pro Jahr zur Verfügung stellt, damit nicht nur die Vorzeigestädte Köln, Bonn, Münster, Bielefeld, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Landes, also Kreise des Ruhrgebietes, tatsächlich auch im Prinzip die Möglichkeit bekommen, dann relativ günstig mit Bus und Bahn tatsächlich zu ihrer Kreisstadt, zu ihrer Innenstadt, zu ihren tatsächlichen Zielen zu kommen und nicht ausgegrenzt werden und deshalb, wie gesagt, auch gleiche Lebensbedingungen im Land möglichst erreicht werden können.